Schmerz, wo bist du euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video für mich. Und in diesem Video zocken wir mal wieder Call of Duty Black Ops. Verbindung zu Dusche 4 Uhr, Hinweis, bitte Controller wieder anschließen. Ist mein Controller leer? Moment, Leute, ich muss kurz. Oh mein Gott, ich muss kurz was anschließen. Moment. Das ist ein sehr langes Kabel. Bis gleich. Moment. Oh Gott. Ja, da, das ist tief unten. Hab's gleich. Moment, so. Scheiß Dreck, Scheiße. So, Controller klappt wieder. Der ist doch voll. Freunde, heute wird wieder nach einem Monat, wieder Black Ops 4 gezockt, weil Trommelwirbel COD bringt keine Updates. Ich nehme dieses Video an einem Dienstag auf und am Mittwoch, also morgen, wo das Video online kommt, kommt ein Update draußen, COD, Leute. Das Update sollte groß werden, es soll am Donnerstag eine neue Map rauskommen, eine Warzone-Map, die ist super cool und so, also hoffentlich wird es cool sein. Gerne vorbeischauen auf Twitch, weil am Donnerstag streame ich das. Aber ja, was kommt so in den Multiplayer rein? Richtig, absolut gar nicht. Ja, und dann saß ich halt hier so vorm Rechner und dachte mir so, komm, was für ein COD kann man spielen? Welches COD habe ich respielt? Respielt ist überhaupt ein Wort? Welches von den CDs, die ich in letzter Zeit gebracht habe, habe ich mehr gemacht? Also was war richtig geil? War es Cold War? War es Modern Warfare 2? War es Vanguard? Oder war es Black Ops 4 oder sogar Black Ops 3? Ich wollte gerade was Cooles aufbauen, aber ich habe gerade schon am Anfang gesagt, dass wir Black Ops 4 spielen. Also macht es auch nur Sinn, dass wir Black Ops 4 spielen. Ja, wir zocken Black Ops 4. Ich habe richtig Bock auf dieses COD. Ich habe ja vor einem Monat das Spiel gespielt und habe mich gefragt, ob Black Ops 4 überhaupt tot ist. Und habe ich gesagt, nein, es ist nicht tot, denn es ist einfach, es lebt einfach noch, Leute. Das Spiel macht immer noch Spaß. Problem ist halt nur, ne, Controller. Es wird ein bisschen eklig sein, mit Controller zu spielen. Aber wir werden heute, guck mal, wie schnell man ein Lobby findet. Leute, ich sag's euch so, wie es ist. Älteren CODs sind einfach geiler. Black Ops 4 ist nicht mal so alt, aber man findet hier schnellere Lobbys, weil hier was nicht da ist. Richtig, Skill-Based Matchmaking. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, es ist einfach chillig, Leute. Ich muss nicht irgendwie reinschwitzen. Ich kämpfe aber ganz normal. Guck mal. Guck mal, ganz entspannt. Was war denn das jetzt? Bitte Controller wieder anschließen. Wo ist dieses Alright, der Controller wird irgendwie, hat irgendwie ein paar Störungen, dass er nicht erkannt wird, deswegen muss er am Kabel angeschlossen werden. Das ist ziemlich cool. Yay, woo! Also was ich davor sagen wollte, ist, dass man einfach hier reinjoinen kann und man kann entspannt zocken. Man muss nicht 10 Jahre irgendwie davor schwitzen oder sich aufwärmen. Es ist so einfach, guck mal, hier reinjumpen. Oh man, kriegt auf die Fresse. Spaß, Leute, es ist... Warte mal. Ich glaube, mein Controller ist kaputt. Ah, ich habe die ganze Zeit den falschen benutzt. Oh, jetzt macht 10. Moment, Leute, ich muss kurz Controller wechseln. Alright. So, ich versuche den mal wireless zu machen. Ist der gerade zu weit gesprungen? Also, was ich am Anfang an sagen wollte, ist, dass man einfach hier Gunfights gehen kann. Man gewinnt einen Gunfight, man verliert ihn nicht nur. Es macht ja einfach nur Spaß, Leute. Die Spieler hier sind zwar verschwitzt auch und so. Also, es gibt immer verschwitzte Spieler. Aber da, sowas zu machen. Habt ihr es gerade gesehen? 101, er hat erst geschossen. Ich hatte trotzdem eine Chance zu gewinnen. Das ist halt so geil. Dieses Spiel. Oh mein Gott, dieses Spiel ist so geil. Ich wünschte irgendwie, dass sie so. Ich weiß nicht, so. Ein großes Update bringt, dass irgendwie Black Ops 4 wieder lebt. Wisst ihr, was ich meine? Nicht jedes Jahr neues COD. Ich verstehe es nicht. Wieso müssen die jedes Jahr neues COD rausbringen? Das ist so schade. Dann hier Spezialist, hier drüber. Easy peasy lemon squeezy. Hier einen Kill machen. Noch einen Kill machen. Es ist so schön. Black Ops 4 ist so schön, Leute. Falls ihr dieses Video seht, Leute. Falls ihr dieses Video hier seht. Lasst auf jeden Fall ein Like da und bitte fangt wieder an, Black Ops 4 zu zocken. Black Ops 4 ist ein wunderbares COD. Es ist so wunderschön. Man macht hier Kills, es ist so schön. Die Kills fühlen sich gut an, das Movement fühlt sich gut an. Der einzige Abfuck sind halt ein bisschen die Spezialisten. Aber ansonsten ist es wunderschön, Leute. Ja, Spezialist, ne? So, so viel zum Thema Spezialist. Nee, was, war eine Waffe? Was ist das für eine Waffe? Seht ihr, Leute, das meine ich. Man kann hier richtige 101-Gunfights machen. Es macht Spaß. Da schon wieder, habt ihr es gesehen? Er hat als erstes geschossen, er hat mich als erstes gesehen, aber ich hätte trotzdem eine Chance. Es ist so schön. Man stirbt nicht instant, es ist einfach wunderschön. Ich verstehe es nicht, warum COD es nicht hinbekommt. Wieso? Guck mal, schon wieder. Also die Time to Kill ist hier einfach wunderschön. Wieso nehmen sie nicht einfach das gleiche in Modern Warfare 2? Wenn Sachen gut laufen in COD, Leute, wieso nehmen sie es nicht einfach mit und packen es in neues COD rein? Wieso nicht? Wieso machen sie das nicht? Niederlage 71 zu 100, aber trotzdem 14 zu 12, erste Runde. Boah, wie geil die Killcam aussieht. Vor allem auch die Tarnungen hier waren auch tausendmal geiler, wirklich. Die Tarnungen hier, wow. Pro Kill verändern sich immer die Tarnungen, das ist auch so, das ist so nice. Dieses Spiel war irgendwie... Wieso haben sie nicht viele Sachen von diesem Spiel beibehalten? Wieso? Was denken sich die Activision-Mitarbeiter, wenn sie das neue COD planen? Wieso hören sie nicht auf die Community? Wieso sehen sie nicht... Oh mein Gott, das sind welche... Warte, Moment, ich rede gleich weiter. Der ist oben, oder? Ist da oben? Der ist hier, oder? Komm her.
Zeig dich, Bro. Challenge mich, challenge mich. Lappen. Aber wie gesagt, es müssen wirklich Idioten da bei Activision sitzen, dass sie keine CODs hinkriegen. Activision hat so viele CODs rausgehauen. Die können doch alles zusammen fusionieren, das Beste vom Besten und das beste COD rausbringen. Aber nee, das machen sie nicht. Sie machen es nicht, Leute. Sie bringen lieber ein dummes Spiel raus. Das ist unglaublich. Wow. Aber scheiß drauf. Wir regen uns nicht auf. Ich wollte gerade sagen, wir regen uns nicht auf. Wir zerstören einfach nur die Gegner hier drin. Aber das läuft gerade auch nicht so gut. Okay, pass auf. Jetzt müssen Action. Okay, Leute, jetzt wird rasiert. Pass auf. Hier drauf. Bam. Ja, die waren hinter uns. Ich werde pushen, ich werde pushen, ich werde pushen. Pushy, pushy. Oh mein Gott, ja, 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 okay, okay. Meine Damen und Herren, Barrikade und er verkämpft sich hier drin. Wow, wow, wie kann man so eklig spielen? Also wirklich, falls ihr in der Ecke campt, Leute, falls ihr so ein Spieler seid, der in der Ecke campt mit Claymore und mit Barrikaden oder sowas. Warum? Ich frage einfach nur, warum? Also Leute, wirklich jedes Mal, wenn ich Controller spiele, merke ich jedes Mal, warum ich auf dem PC geswitcht bin. Das Movement ist einfach auf dem PC geiler. Dieses schnelle Drehen, dieses, es ist einfach nur geiler. Und das Problem ist halt, ich glaube, in Black Ops 4 gab es noch kein Crossplay. Das heißt, die PC-Spieler spielen wirklich nur gegen PC-Spieler. Und ich glaube, da ist das Spiel ein bisschen tot. Also ich glaube nicht, dass jemand auf dem PC Black Ops 4 spielt. Wir gehen erstmal hier hoch, bam. Oh mein Gott, er campt mit Stolperfallen. Mit Barrikade. Und dann er selber. Wieso, Digga? Das Spiel ist Jahre alt. Wieso campt man doch in so einem Spiel? Boah, da hat der Hundi zugebissen. Das ist ein böser Hund, böser Hund. Ja, der Hund ist gestorben. Hat jemand eine Vorratskiste? Wait, mein Bounce ist so krass. Ja, okay, Drohne. Guck mal, wie er sofort klaut. Wie ehrenlos. Digga, er ist der Beste. Kneckler 19. Er ist der Beste. Ich will diesen Kneckler jetzt umbringen. Komm her, Bro. Wo ist der Kneckler? Ich will ihn jetzt umbringen. Komm her. So, wie ist halt, der ist so ein Guy, der immer pre-aimt. Sarah kills you 88. Fuck you. Wurde ich gerade von einem Mädchen geholt? Ja, okay. Pass auf. 16, 19, aber ich spiele auf dem Controller. Ich kann nichts dafür. Ich bin seit Jahren auf dem PC gewechselt. Okay, vielleicht nicht seit Jahren, vielleicht nur seit ein paar Monaten. Was ist das? Wie cool ist das, wenn man stirbt? Wie cool, diese Comic-Sachen. Also ich kann es nur nochmal sagen, Leute. Black Ops 4 macht Spaß. Zockt es auf jeden Fall. Es ist geile Überbrückung, wenn halt kein COD-Update kommt bei Modern Warfare 2 oder so. Könnt ihr es gerne zocken. Die Lobbys sind voll. Klar gibt es ein, zwei Schwitzer. Keine Hacker bisher. Also bisher habe ich nichts gesehen. Schwarzmarkt gibt es ja auch noch. Oh, ist das geil. Wilder Blitz, Todeseffekte. Komm, machen wir ein paar Reserven auf. Pass auf, hier. Bekommen wir was Geiles und... Straßen für die Maddox. Okay, nice. Noch eine, komm. Und Trommelwirbel. Und letzter Koffer. Bettgeflüster. Oh. Ja. Ja, das gefällt mir. Auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, das ist das Video. Lasst ein Like da oder schaut gerne bei Twitch vorbei, dass du mich jeden Montag und Sonntag 16 das nur. Wie schon tausendmal gesagt, zockt mehr Black Ops 4, zockt mehr ältere Teile. Wenn COD gerade nichts auf die Reihe bekommt, keine Updates bringt, zockt einfach die älteren Teile. Ihr seht, es macht trotzdem Spaß, auch wenn man negativ ist. Und ich würde mal sagen, Leute, wir sehen uns mal. Macht's gut. Ciao. Brown or Raja, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me.